Auf dem Messegelände in Klagenfurt befindet sich eine der Impfstraßen der österreichischen Gesundheitskasse. Jeweils 15 Minuten für 4 Impflinge sind eingeplant. Von Stress und Hektik keine Spur. Alles ist perfekt organisiert, eben auch durch die Mitarbeiter des Bundesheeres. Diesmal steht die zweite Teilimpfung für über 80-Jährige auf dem Impfprogramm. Die Aufgaben der Bundesheer-Mitarbeiter sind vielfältig. Es geht von nach der Aufnahme zur Betreuung der Impflinge bis zur Begleitung zu den Impfkabinen, beziehungsweise war auch schon meine Tätigkeit Arztschreiberin oder Betreuungshelferin. Wir sind alle sehr gut vorbereitet und eigentlich in allen Bereichen einsetzbar. Es gibt genug Freiwillige beim Heer, die sich für diesen Einsatz melden. Als Soldat des österreichischen Bundesheers ist man eigentlich dazu verpflichtet, Hilfe zu leisten. Deswegen hat sich für mich die Frage relativ schnell erledigt. Insgesamt sind beim Bundesheer mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei vielen verschiedenen Aufgabenbereichen im Einsatz, die irgendwie alle mit der Corona-Pandemie zusammenhängen. Wir haben heute Soldatinnen und Soldaten im Einsatz für das Grenzmanagement, für den sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz, für die Gesundheitsbehörden, für die Bezirkshauptmannschaften, wo wir die Gesundheitschecks an der Grenze durchführen. Und zusätzlich dazu unterstützen wir auch noch bei den Teststraßen und heute auch noch bei den Impfstraßen. Es ist ein enger menschlicher Kontakt mit den Impflingen, viele berührende Momente inklusive. Ganz besonders prägend war für mich der älteste Impfteilnehmer mit 106 Jahren. Der ist alleine gekommen mit einem Spazierstock und ist kreuzfidel hineinmarschiert und noch viel glücklicher herausmarschiert. Und das ist für mich ein Zeichen gewesen, dass wir alles richtig gemacht haben und dass alles gut läuft. Noch sind die Einsätze bei den Impfstraßen vor allem am Wochenende und selten unter der Woche. Doch das kann sich rasch ändern, je nachdem, wie viel Impfstoff vorhanden ist.